Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Ich bin heute wieder am ältesten Standl von München, also Münchens. Und wenn Sie mir diese Säulen hier anschauen, diese Säulen, da hat es ein bisschen was von der Schrannenhalle. Ja? Das war, ist die gleiche Zeit gewesen, oder? Ja, ja, ich schätze das, aber das, ich schätze, dass das 1960 gemacht worden ist. Da ja, das glaube ich echt. Also 1960 ist halt viel gemacht worden. Da haben wir unten, einmal, also innen drin, also das ist so Gasbeton, also so Beton. Ja. Und unten waren lauter Dosen, da waren so Weinflaschen, die haben die ganzen Müll mit Filmmaterial, als Filmmaterial hergenommen. War das alles drin und da haben wir halt was gefunden, also Zeitung haben wir gefunden von 1960. Da wurde halt das nochmal umgestaltet. Und so an hat es halt geheißen, vom Gartenbauamt, dass da nichts mehr gemacht worden ist. Aber gibt es denn so Ursubstanz von 1800? Wann war es 18? Ich glaube nicht mehr. Ja? Ich glaube, aber steht unter Denkmalschutz. Also ich habe da nichts. Sowas wie das haben wir doch da ja, das war in den 60er Jahren nicht mehr gemacht. Das ist ja viel zu aufwendig gewesen. Das ist geschnitzt dann, oder? Ja, damals haben sie halt noch viel Zeit gehabt. Da hat halt die Zeit kein Geld gekostet. In den 60er Jahren hat das auch schon alles. Ja, ich glaube, dass die Fassade ist, glaube ich, schon original. Es hat ein bisschen schöner ausgeschaut. Also mit dem Ding hat ein bisschen einen Stil gehabt. Und bei dir haben sie auch nichts erneuert, oder? Du bist auch noch original. Ist gestorben, mein älterer Hund ist gestorben. Ist das nicht mehr der gleiche? Nein, leider nicht mehr. Also ich bin immer noch in Trauer. Das kann man vorstellen. Wie lange hast du den gehabt? 17,5 Jahre. 17,5 Jahre. Der war, glaube ich, mit 15 war er blind und taub. Ist aber trotzdem an der Isar rum und die hat seine Wege kennt. Und wie alt ist sie? Die habe ich vor 1,5 Jahren geschenkt gekriegt von einem Gast. Und sie ist jetzt 6,5. Du bist aber auch gut beieinander. Du kannst auch ein bisschen abspecken. Ja, aber die Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Du bist so ein feiner, ein toller Hund. Der Gutachter hat gemeint, das ist kein Bulltierer, das ist ein Yorkshire. Und ich wollte immer einen Yorkshire haben. Jetzt ich mit meinen 135 Kilo, mit so einem kleinen Yorkshire, der schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Habe ich mir gedacht, wie ist es auf den Spuren von Rudolf, oder? Ja. Brauchst du nur einen schwarzen Anzug? Meinst du das nicht? Schau, das ist ein Yorkshire Terrier. Boah, ist ein kleiner Yorkshire Terrier. Man ist so süß, gell? Ein Ballschank, also ein Fetischist, wenn die bloß am Ball sieht, dann ist dann aus. Da, wo habe ich ihn? Irgendwo habe ich ihn nicht offen. Da ist er. Der Vollbesitzer hat es dann nicht mehr haben dürfen, oder ist der gestorben? Nee, die haben keine Zeit mehr gehabt. Kinder, Arbeit und so weiter. Der Hund war halt ein bisschen vernachlässigt und dann habe ich mich halt um den gekümmert, weil ja meiner gestorben ist. Ich wollte gerade nach Griechenland fahren. Ich wollte einen Monat Urlaub in Griechenland machen. Mit Hund? Ohne. Und dann kommt auf einmal das dicke Ding her, die dicke Ronja. Und dann haben wir. Wenn man so einen Hund hat, dann schaut man wenigstens selber immer gut aus, oder? Ja. Weil die ist ja so kreislich, wenn du das genau nimmst. Grüß dich, servus. Ich finde die nicht kreislich. Ja. Das ist Ansichtssache. Ja. Das ist das Schlimme, das ist jetzt schon mein vierter Bullterrier. Echt? Seit 1985. Das ist die Lola. Das ist ein Neuzugang, ist jetzt ein Jahr alt. Das war ein Fünferwurf, da gibt es den Oskar, der ist total berühmt, das ist mein Nachbarhund. Und die läuft immer mit dem Herrchen Gasse, oder was? Die Lola läuft jetzt mit der Dame. Ja, und der Oskar, und dann gibt es halt, der ganze Wurf ist verkehrt da. Die ganze Verwandtschaft ist dann da, sogar die Mama und, ich glaube, sogar Mama und Papa ist da. Wissen, Damen und Herren, also ich bin jetzt weniger da, und man denkt, schaust mir vorbei, um über Hunde zu sprechen. So, ich würde eigentlich vom Herrn Löbig wissen, wann er aufsperrt, weil man jetzt bei dem Wetter, das ist ja jetzt eigentlich dann abzusehen, wann hier der Biergarten und das Wetter Biergartenwetter passt, gell? Wir fangen jetzt an, wir richten jetzt langsam her, aber Zeit, ab 1.4. fangen wir immer an. 1.4. Ja, und man merkt ja noch, wie kalt das ist, wenn man die Leute anschaut. Da macht sie ja der Stundensparer auf. Ja, wir haben da ist ja unsere Tabelle, wenn Sie es anschauen, wenn Sie da rüberkommen. Tabelle, ja. Da ist die Tabelle. Da ist eine Tabelle, ich habe auch nicht gewusst, dass es eine Tabelle hat. Wann die meisten Leute gekommen sind, da haben wir mal angefangen. Warte, muss ich mal anschauen. Was? Ah, das sind das praktisch so Besuchstabelle. Die Tabelle ist, wann die erste Frau im Bikini gekommen ist. Das wird dann eingetragen. Weil 2006, da war nämlich gerade, also 2007, 2006, war die erste Frau im Bikini da. Und 2006 war doch, wo die Freibäder zusammengebrochen sind, die Einkaufszentren, wo so viel Schnee war. Ja, genau. Und das war genau das. Und da war eine Spanierin da im Bikini. Und dann habe ich versucht, das zu erklären. 12. März. Nein, das ist 13.03. Das ist der März. 03 ist März, 13. März. Jetzt, wenn Sie schauen,
Das war ein Ausfall, war ein schlechter Sommer. Das war ein ganz schlechter Sommer, weil da war's im Frühjahr war es so schön warm. Aha. Da hat es die ganze Zeit geregnet. Und war los? Ja, Anfang Mai, oder da war auch schon am 2. April wer da. Ja. 10. April, das wird immer der Bikini eingeschrieben. Das wird immer der Bikini, genau. Das ist da, 7, 8, 9. Das ist der Bikini-Barometer. Und jetzt sehen Sie, warum dass wir erst im April anfangen. Ist das schon mal da? Ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Weil momentan haben wir nur Seefahrer. Seefahrer, ja. Die wollen bloß sehen. Die kommen her, vorbei, die fahren mit dem Radl vorbei und sehen halt einmal. Sehen, ich verstehe. Das sind dann die Seefahrer bei uns. Ja gut, also. Ich finde es immer so nett, Herr Lübig, wenn man bei einer so diesen Kampf sich so anschaut, wie Sie dann wieder versuchen, irgendwas zu reparieren, ja. Was ja dringend notwendig ist, und dann muss man einen Antrag stellen und dann sagen Sie, nein, das kannst du nicht machen, die gute Bausubstanz. Ach, das ist mein Kaffee. Gut, dann jetzt machen wir eine kleine Pause, ich bedanke mich. Schlimme das müssen wir noch warten. Schlimme ist ja jetzt, durch das, dass wir jetzt einen Biergarten geworden sind, mit 180 Quadratmeter. Das habe ich halt nicht bedacht, dass wir mehr Stühle brauchen, mehr Bänke, mehr Kühlschränke. Ja, aber Toiletten haben Sie schon wieder gehabt, oder? Die Toiletten haben wir verdoppelt jetzt. Also die verdoppelt, also eine Behindertentoilette. Und wie viele Sitzplätze? Ja, wir tun das so individuell. Also ich mag das nicht, wenn so viele leere Plätze dort sind, dann schaut das so. Also wenn es ist, dann haben wir mal so einen Schnitt von 6 bis 7. Und dann, wenn man merkt, dass jetzt kommen mehr Leute. Wenn der Biergarten voll ist, dann werden nur Tische aufgestellt. Dann werden nur Tische aufgestellt, genau. Sie sind so ein raffinierter Typ. Ja. Weil man nur sagen kann, der hat dann so und so viele Plätze, gell? Ja. Festling ist halt unbequem, auch ungemütlich aus, wenn da so viel Leerstand ist. Das gefällt mir halt dann nicht so. Ich trinke jetzt nur meinen Kaffee, dann schaue ein bisschen runter zu Isa, was da so los ist. Gell? Frühlingsgefühl. Aber das war jetzt ein Wunder. Vor einer halben Stunde haben wir noch gut über sie geredet. Ja, so schön. Dann eine kleine Pause, dann sehen wir uns gleich am Strand der Isa wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt am Isarstrand. Ich möchte Ihnen mein heutiges Unwort, das heutige Wort des Tages vorstellen. Heute habe ich Wort des Tages mir ausgesucht. Dieses Wort des Tages ist Bifurkationsstufe. Bifurkationsstufe gibt es wirklich, hört sich komisch an, aber ist ein ganz gebräuchliches Wort, und zwar beim Wasserbau. Es geht beim Wasserbau ja immer darum, dass sich diese Flüsse nicht vertiefen, weil dadurch, dass praktisch da Wasser läuft, wird da praktisch immer der Dreck weggeschwabt, also sprich der Kies aus dem Flussbett. Und Flüsse bringen ja heute keinen Kies mehr nach, weil es überall ein wunderbares Hilfensteinspeicher gibt und andere Stauseen. Und deshalb werden die immer tiefer. Um das zu verhindern, werden sogenannte Bifurkationsstufen eingezogen. Das sind einfach so, kennen es bestimmt auch so, Betonschwellen, die quer durchgemacht werden, weil dann kann sich der Fluss nicht mehr vertiefen. Und ich sage das deshalb, meine Damen und Herren, weil wir haben doch zur Zeit in München, ich weiß nicht, wie es einer da geht, diese wunderbaren Baustellen, und jetzt kommen wir dann bald dann noch diese Großbaustellen für die zweite Stammstrecke dazu, wo dann immense Massen an Kies aus dem Boden rauskommen, also wirklich immense Massen, ich betone das ganz bewusst, und immens viel Lastwagen diesen Kies dann durch die Münchner Straßen wegfahren. Und da denkt sich natürlich ein Mensch, der sich schon mal Gedanken über Bifurkationsstufen gemacht hat, über Geschiebe und Ähnliches, also Geschiebekies, den der Fluss aus dem Gebirge mitbringt und der eigentlich verhindern sollte, dass er sich übertieft, warum schmeißen sie eigentlich den Kies nicht in die Isar rein? Müssen sie einfach in die Isar reinkippen? Das ist ja ein sauberer Kies, da ist kein Dreck drin, außer Kies und Sand. Und die Isar, die nimmt den dann schon mit. Wissen sie? Die staut sich zwar ein bisschen dahinter an, aber wenn man das richtig macht, sag ich dir was, der Kies, der wird schön verteilt, die Isar übertieft man eine Zeit lang nicht mehr, und dann hätte man diese Probleme mit einer Klappe geschlagen. Verstehen Sie das? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Man war den Kies los und die Isar übertieft sie nicht mehr. Aber, ich weiß schon, da werden jetzt die Wasserbauer aufschreien, das können sie doch nicht machen und das geht nicht. Natürlich gang's. Aber da müssen halt wieder 100.000 Leute gefragt werden. Da muss ich sagen, das ist für mich die gängigste Methode. Einfach Isar rein, Futter für Futter, und die Isar verteilt es dann. Und ich sage, was versprichst du? Du merkst nichts davon. Vielleicht unten in Unterföhring, dass da vom Stau vielleicht dann da ein bisschen
besser gesagt, der Wasserstand niedriger wird, aber sonst hat früher dieser ja auch gemacht, wissen Sie? Bloß, dass es halt keine U-Bahn war, sondern irgendwelche Schliffe oder Schluffe aus den Kalkalpen. Wissen Sie, das heute an die Isar, Damen und Herren, aber nicht nur, um über die Defalkationsstufe zu sprechen. Eigentlich sollte man sich in die Sonne legen und sollte es sich gut gehen lassen. Schauen Sie hinten auf der Braunauer Brücke die Autos. Ist nett, gell? Das ist übrigens die Brücke, die Braunauer Brücke, die die Bundesbahn gern an die Stadt München verkaufen würde. Warum möchte die Bundesbahn gern eine Brücke an die Stadt München verkaufen, aber die Deutsche Bahn, Bundesbahn heißt sie nicht mehr. Nicht, weil da so wunderbar ganz viele Autos drüber fahren können, ohne dass es Abgase gibt. Nein, weil das ist eine Eisenbahnbrücke, da existieren von den, sehen Sie diese Pfeiler, da existieren keine Pläne von den Fundamente. Man weiß also nicht genau, wie weit die Fundamente von dieser Brücke in den Boden hineinreichen. Und jeder, der weiß, oder der schon mal so Beton entsorgen wollte und dann Container kommen lassen, der weiß, was das kostet. Gell? Das sind schöne Brücken. Man weiß nicht, was drunter ist. Ja, solche Sachen, Damen und Herren, kommen einem in den Sinn, wenn man im Frühling an die Isar fährt. Schauen Sie hier, ne? Ein Bild für Götter. So schaut es an der Isar aus. Also wenn Sie sich überlegen, wo spazieren gehen sollen, kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie, denken Sie an Defalkationsstufen und an den ganzen Kies, den man wunderbar über die Isar einer sinnvollen Nutzung zuführen könnte. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.